Ja, wir sind so dankbar, dass uns der Vater liebt, indem er seinen Sohn gibt. Wir sind dankbar, dass Jesus uns liebt, indem er sich selbst für uns gibt. Und wie auch Jona heute Morgen gesagt hat, es ist so aktuell, das Wort Gottes, und jeder Vers kann man so für sich nehmen. Und wir sind so dankbar, dass Gott auch die gemeinsamen Gebete erhört. Und so bitte ich auch, betet auch für mich, dass Gott auch mir hilft heute in der Wortverkündigung. Ja, es ist immer die Verantwortung, das Wort so sagen, dass es auch jedem aktuell greifbar ist. Und wir wollen ja bald auch die Brüderratwahl machen, und Bruder Jeske wird im Anschluss dann einiges dazu uns schon sagen. Und im Gebet, welches Wort passend ist, hat Gott mich so geleitet, das Wort, das ich auch in Ettingen sagte, bei der Mithelferkonferenz. Nun, da habe ich auch eine Präsentation gehabt. Nun, da hat die Technik nicht geklappt. Und wenn man schon eine Arbeit gemacht hat, und natürlich ist das mehr Arbeit, wenn man eine Präsentation hat. Aber ich denke, es ist leichter zu folgen. Und ich hoffe, dass Gott auch hilft, dass die Technik klappt. Ja. Ja, auf jeden Fall, das Wort, das ich heute sagen wollte, es ist die Gabe der Weisheit. Und ich denke, jeder Einzelne wird unbedingt merken, dass im Leben hier braucht man Weisheit. Und es gibt eigentlich aber Weisheit noch in größerem Maße. Das ist die Gabe der Weisheit. Und in 1. Korinther 12, Vers 8, da wird diese erste Gabe uns gezeigt. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Oder die alte Luther sagt, dem einen wird gegeben zu reden von der Weisheit. Und dann denke ich, Mensch, ich soll von der Weisheit reden, und ich erkenne aber meinen Mangel. Und ich denke, auch selbst derjenige, der diese Gabe auch hat, der wird diesen Mangel noch mehr merken. Und Gott möge uns auch Gnade schenken, dass wir jeder persönlich den Mangel sieht, ja? Und das Ziel dieser Botschaft ist auch, dieses Verlangen zu wecken, auch mehr Jesus kennenzulernen. Und wie ich schon sagte, die Gabe der Weisheit ist die erste unter diesen neun genannten Gaben, ja? Und sie ist auch, ich würde sagen, die allerwichtigste unter den ersten drei. Zum Leben, wichtig zum Leben. Wir haben auch vorigen Sonntag gehört, Jesus unsere Freistatt, wo wir Zuflucht finden können. Und wir werden merken, dass alle diese Gaben, ich werde heute natürlich nur von der Gabe der Weisheit reden, aber auch die Gabe der Liebe, von der wir auch gehört haben, die führen zu Christus. Und zwar zu Christus, dem Gekreuzigten. Ja, und im Leben ist Weisheit unentbehrlich.
Aber im Glaubensleben noch mehr. Im Glaubensleben geht es ohne göttliche Weisheit gar nicht. Und mit der Bekehrung bekommt jeder Gläubige schon die Weisheit ins Herz gelegt. Aber er muss wachsen. Aber in der Bekehrung ist das noch nicht die Gabe der Weisheit. Sie muss ersehen, begehrt und erbetet werden. Und das Wort Gottes sagt auch, was man in diesem Fall machen muss, wenn man erkennt, ich brauche Weisheit. Nun, lasst uns weitergehen. Diese Frage, was ist Weisheit? Wo findet man sie, diese Weisheit? Und schon die alten Griechen, oder ich würde sagen, selbst von Anfang an der Menschheit, haben die Leute nach Weisheit gefragt. Und zum Beispiel, ich habe hier ein Bild von Sokrates gefunden. Er gilt als der Gründer der Philosophie. Und Philosophie bedeutet nichts anderes als Freund der Weisheit. Aber jetzt, wir kennen auch den Einstein, der auch so einer der intelligentesten Menschen gilt. Nur auch er hat erkannt, dass Weisheit man kann nie genug lernen, um richtig weise zu sein. Weil die Weisheit ist von Gott. Und Weisheit ist ein Weisheitsspruch von Einstein, heißt einmal so ein Zitat: Die reinste Form der Weisheit ist es, reinste Form des Wahnsinns oder der Torheit ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Und ich denke, im Glaubensleben ist das auch so. Man möchte, dass sich in meinem Leben etwas ändert, zum Guten, zur Besserung. Und man lässt beim Alten. Und ich hoffe, dass auch diese heutige Botschaft uns hilft, einen Schritt nach vorne zu machen im Glaubensleben. Und Salomo, der weiseste Mensch, der er gilt, der hat gesagt, viele Bücher helfen auch nicht, oder viel studieren und Bücher machen's, macht den Leib müde. Aber die Furcht des Herrn ist aller Lehre Weisheit. Ja, unter dem allem, wo findet man Weisheit? Und wo kann man sie denn finden als wirklich nur, wenn man zum Kreuz kommt? Wir haben heute gehört, das Schriftwort, das Wort vom Kreuz, das ist die höchste Weisheit, die es in der Bibel gibt, die verborgen von Anfang an uns gezeigt wird in allen Opfergaben und in allem. Es führt zu Jesus, es führt zum Kreuz, es führt zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und Paulus, der da so von Weisheit geredet hat, der hat gesagt, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Er ist die göttliche Kraft, er ist die göttliche Weisheit, er ist uns zur Weisheit gegeben. Nun lese ich mal kurz, wollen wir die Texte vergleichen. Zum Beispiel der gleiche Text in Neues Leben. Da steht, dem einen gibt der Geist die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Oder Neue Genfer sagt es noch trefflicher, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsicht in Gottes Weisheit weiterzugeben. Und ich weiß, wie schwer das ist. Manchmal hat man so im Kopf ein klares Bild,
Aber man weiß nicht, wie soll ich es sagen, ja? Wie soll ich es weitergeben? Und dann bittet man Gott, hilf mir bitte. Und Hoffnung für alle zum Beispiel sagt, dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Wisst ihr, zum Beispiel, wir haben gesehen, heute spielt der Orchester, ja? Und wichtig ist, dass alle im Einklang spielen. Ist doch so? Man kann die gleiche Melodie spielen, aber einer ein bisschen aus der Reihe und schon ein Durcheinander. Also, wie wichtig ist, zum Beispiel, wenn zur rechten Zeit das rechte Wort. Aber wir sind dankbar, dass Gott in allem hilft. Und Gott möchte uns Gnade schenken, dass ich jetzt Orchester erwähnte. Und wir sind dankbar, dass wir Orchester haben, ja, und dass sie auch so gut spielen. Und ich habe oft gemerkt, auch wie durch das Hören irgendwie man innerlich so eingestimmt wird auf das Wort des Herrn. Jetzt die Einteilung heute. Ich habe versucht, das ziemlich einfach zu machen. Einfach, was ist die Gabe der Weisheit und wie hoch ist ihr Wert? Das erste Teil. Wie empfängt man diese Gabe? Und die Folgen und Wirkung dieser Gabe. Ich hoffe, dass wir so auch gut folgen werden können. Nun, jetzt das erste Teil. Was ist die Gabe der Weisheit und wie hoch ist ihr Wert? Was ist Weisheit? Also die große Frage. Und Rienickers Lexikon zur Bibel, der hat das ganz einfach so zusammengefasst. Im Griechisch heißt Weisheit Sophia, in Hebräisch Dat. Und das bedeutet Einsicht in die Fülle der Dinge und Lebenszusammenhänge. Der Mensch gewinnt sie teils aus Veranlagung, teils aus Erfahrung, immer aber als Gabe Gottes. Und selbst die Menschen, die Gott nicht kennen, letztendlich ist es doch so, dass Gott hat alles in seiner Hand. Und in Sprüche 8, da heißt es von der Weisheit, sie sagt, durch mich regieren die Könige. Ja, so ist es. Und sie ist eine gute und eine vollkommene Gabe. Eine Gabe des Vaters. Es heißt auch so schön in Jakobus 1, dass alle gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Bei ihm ist keine Veränderung und Wechsel des Lichts und der Finsternis. Und so wissen wir, dass diese Gabe genau heute so aktuell ist. Gott hat sich nicht verändert. Und man darf heute genauso im Wort es erforschen. Sie befähigt ihren Träger, systematisch Dinge erstmal zu denken. Und das ist ganz wichtig. Wenn jemand redet, ohne zu denken, dann geht es ohne Sünde nicht ab. Also, bevor man spricht, muss man denken. Und die Weisheit Gottes ist, langsam zu reden. Und deshalb erst denken. Und deshalb heißt es, ein weise Erkenntnis, weiser Entschluss, ein weises Urteil. Ja, bevor alles durchdenken, dann weiter zu sagen, ein weises Wort, zu rechter Zeit. Wie wichtig ist es, auch einen weisen Rat zu haben, wenn man gefragt wird. Und ich denke, die Brüder nehmen es mir richtig aus dem Herzen. Wie oft steht man da, man wird gefragt und weiß nicht, was ich sagen soll. Und was macht man dann? Dann dieser innere Schrei zu Gott, Herr,
hilf mir. Und ich denke, gerade dieses nicht wissen zu sagen, das ist Weisheit. Aber man weiß, Gott hat ein rechtes Wort zur rechten Zeit und will uns helfen. Und das ist so wichtig. Oder zu tun. Wenn es nur beim Wort bleibt und es nicht in die Tat umgesetzt ist, dann ist wieder die Weisheit nichts nütze. Wichtig ist, dass man sich auch weise verhält. Also unser Wandel, auch ohne Wort, ja. Wir brauchen Weisheit dazu. Und dass wir auch unsere Werke in Sanftmut und Weisheit beweisen. Und die Neue Übersetzung sagt, Werke in der Sanftmut der Weisheit. So sieht man, was ist Weisheit? Weisheit, sie ist auch die Sanftmut, ja, dass man die Sanftmut erbetet. Nun, der Wert der Weisheit. Lasst uns ein bisschen näher zum Wort auch kommen. Und in Sprüche 3, lasst uns lesen diese Worte von Vers 13. Da steht es, so überschrieben, der Segen der Weisheit. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, und dem Menschen, der Verstand bekommt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber, und der Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen, und alles, was du wünschen magst, ist dir nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Da möchte ich kurz unterstreichen, göttlicher Reichtum. Ja. Und ihre Wege sind liebliche Wege. Und alle ihre Pfade sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen. Und selig sind, die sie festhalten. Ja, so steht es geschrieben hier. Sprüche 3, 13 bis 18. Man könnte so viele Bibelstellen nehmen, aber ich habe versucht, mich etwas zu begrenzen. Nun, wir sehen hier, sie ist besser als Gold, sie ist edler als Perlen, alle ihre Wege sind Friede, sie ist ein Baum des Lebens. Geschwister, liebe Freunde, sehen wir diesen Wert und merken wir, wir brauchen Weisheit. Sie ist uns hoch nötig, auch in heutiger Zeit. Und in Sprüche 18, oder erstmal Sprüche 8, da ist eigentlich das ganze Kapitel eine Offenbarung der Weisheit. Und ich würde sagen, das ist hier Jesus in Person. Dieser Ruf der Weisheit kommt zu mir. Auch schon in Sprüche 1, da heißt es, die Weisheit klagt draußen und bittet und lädt ein, komm zu mir. Und man sieht, dass die Bibel, die so aktuell ist heute, die lädt uns ein zur Weisheit. Und in Sprüche 8, da ist Selbstzeugnis der Weisheit, da heißt es, mein ist beides, Rat und Tat. Und es ist so gut, wenn Jesus uns einen Rat gibt und offenbart seinen Willen und gibt auch gleich die Kraft, diesen Willen auszuführen. Und Jesus hat gesagt einmal, ich habe noch euch viel zu sagen, aber ihr könnt jetzt noch nicht tragen. Er merkte, die Jünger, die sind noch nicht bereit und Gott wird von keinem etwas verlangen, der es noch nicht kann. Und so möge uns Gott Gnade darin auch darin helfen. Weiter, in Sprüche 18, Vers 4, da ist so ein schönes Wort. Die Worte in eines Mannes Munde sind wie tiefe Wasser. Und die Quelle der Weisheit ist ein voller Strom. Und das bedeutet, Gott möchte uns zu diesem Mannesalter erziehen.
damit auch unsere Worte wirklich von ihm, in Jesus, in dem es erfüllt ist, dass er durch uns reden kann. Wie auch Paulus sagte, erkennt, dass er durch mich redet. Ja, und in 1. Korinther 1, Vers 30, da ist gezeigt, dass Jesus ist unsere Weisheit. Er und kein anderer. In Kolosser 1, Vers 3 wird gesagt, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Aber, haben wir Acht gegeben, sie sind in ihm verborgen. Man muss sie erforschen. Und als Paulus redete, sagte er, meine Predigt, das ist eine Töricht. Das ist eine törichte Predigt für Menschen scheinbar. Aber dann weiter, wovon wir aber reden, ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Ja, Gott möge Gnade schenken, dass wir heranwachsen, ja, zu dieser göttlichen Vollkommenheit. Auch wie Nico heute Morgen sagte, dass alle Schrift ist von Gott gegeben, damit ein Mann Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk bereitet oder geschickt. Dann weiter, wie empfängt man diese Gabe? Und das Wort Gottes zeigt wieder, ganz deutlich, unmissverständlich und ganz klar, man muss um die Weisheit bitten, ganz direkt. Man muss sie suchen, ganz direkt. Man muss dafür auch bezahlen. Ich würde sagen, man muss sich auch etwas kosten lassen. Und so werde ich jetzt diese drei Punkte so ein wenig erläutern. Erstmal bitten. Wenn man den Wert der Weisheit erfährt, dann kommt ganz einfach das Bedürfnis auf, ich brauche Weisheit. Und das Wort Gottes zeigt auch, ich muss sie haben. Nicht nur für mich, nicht nur wegen mir, sondern auch, damit ich anderen ein Segen sein kann. Und da muss man ganz unbedingt stehen bleiben. Die Weisheit wird gegeben zum allgemeinen Nutzen. Nicht nur fürs Persönliche, sondern für allgemeinen, für alle. Und dann sagt Jakobus ganz deutlich, so aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt einfältig jedermann, rückt niemand auf. Und dann? So wird sie ihm gegeben werden. So steht es geschrieben. Gott will geben. Dann sagt Jesus selber, bittet, so wird euch gegeben. Und ich denke, ein Wort der göttlichen Schrift, das ist ein Fundament. Das ist ein Fels, darauf man sich gründen darf. Und das Wort Gottes zeigt auch, wie man bitten soll. Seht mal, Jakobus sagt weiter dann, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Und dann sagt er weiter, ein Zweifler denke nicht, dass er etwas empfange. Das heißt auch wieder, wir sehen, das Wort redet sehr deutlich. Ja, wir wissen zum Beispiel von Salomo, wie er gebetet, er hat bitten dürfen bei Gott. Und er hat auch recht gebetet. Ja. Warum? Weil er erkannt hat, wer ist er? Er war damals noch ein junger Mensch und sollte so ein großes Volk regieren. Und deshalb hat er um des Volkes willen gebeten. Aber jetzt erstmal, wir wissen auch noch diese eine Bibelstelle, die Jakobus sagt im 4. Kapitel, ihr bittet und habt nicht darum, dass ihr übel bittet oder falsch bittet.
Das bedeutet, wenn jemand bittet und möchte, oh, ich möchte Weisheit haben, ich möchte glänzen. Und das heißt, er ist gleich von vornherein bei Gott unten durch. So darf man nicht bitten. Und ja, das ist kurz zu dem, zum Bitten, ja, wie man richtig bittet. Weiter suchen. Genauso weiter, Jesus sagte im Lukas 11, 10, er sagt, wer sucht, der findet. Er hat zuerst gesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Ja, denn wer da sucht, der findet. Wieder das Wort göttlicher Schrift. Und wie sucht man richtig? Und in Sprüche 2, und das ist ganz wichtig, lasst uns mal wieder zum Wort kommen. Und ich lese jetzt diese Worte. Mein Sohn, von Vers 1 bis 10, Sprüche 2. Mein Sohn, wenn du meine Rede annehmen und meine Gebote bewahren wirst, indem dein Ohr auf Weisheit achtet und sich dein Herz um Verständnis bemüht, ja, wenn du mit Eifer danach rufst und darum betest, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht, wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis finden. Ich müsste jetzt kurz stehen bleiben. Seht mal, da wird uns gezeigt auch, wie man richtig sucht. So richtig, wenn man es erkennt, dass man sie braucht und dann sich danach so gezielt ausstreckt. Und Geschwister, da müsste ich stehen bleiben. Das Wort Gottes sagt es doch nicht einfach so, sondern sie zeigt uns jedem Einzelnen. Jeder Einzelne, nicht nur, er wäre gut, dass er Weisheit hat. Nein, das Wort Gottes gibt uns einen heiligen Befehl, sie zu suchen. Wie nach Silber und Gold, noch mehr. Und dann kommt auch die Antwort. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Und zuerst die Furcht. Und das ist so wunderbar, dass das Wort auch so deutlich ist. Wir kommen dann später drauf. Und dann Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit. Und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verstand. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen, behütet die, das Rechte tun und bewahrt den Weg seiner Heiligen. Dann wirst du Gerechtigkeit, Recht, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg verstehen, denn Weisheit wird in dein Herz einziehen, dass du gerne dazu lernst. Das bedeutet, die Weisheit gibt Gnade zum Lernen, Gnade zum Aufmerken, zu verstehen und es im Herzen zu bewegen, bewahren und zu tun. So sucht man richtig. Jetzt weiter. Wo findet Weisheit? Ja, in Prediger 10, Vers 10, da sagt Salomo, so wie eine Axt, wenn sie stumpf ist, was muss man? So richtig dran gehen und schärfen. Und dann sagt er weiter, genauso folgt Weisheit dem Fleiß. Und so sieht man, dass Weisheit ist nicht irgendetwas, das uns sozusagen eingetrichtert wird, uns gegeben, wir machen unseren Mund auf und so, sie kommt. Sondern Gott erwartet auch von uns unser Dazutun, unseren Fleiß. Ja, wo findet man sie? Ja, so steht es so einfach geschrieben. Jesus sagte, sucht
in der Schrift. Wie die Schrift immer zu Jesus führt, so führt auch die Schrift zur Weisheit. Und ich habe ein kleines Wort aus Hiob 28, da ist eigentlich das ganze Kapitel wichtig. Nur, hier sieht man, dass Vers 12, aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Wo ist der Fundort der Einsicht? Dann Vers 18. Leider der Zeit wegen kann man nicht alles lesen, aber ich habe so stichweise einige Verse. Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie. Und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Man kann der ärmste Mensch der Welt sein. Der ärmste Mensch der Weisheit. Aber wenn du Weisheit Gottes hast, dann hast du mehr als alle Reichtümer der Welt zusammen. Und Gott weiß den Weg dazu. Er allein kennt ihre Städte. Und dann, siehe, da kommt die Antwort. Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Verstand. Seht mal, in dieser Welt ist so viel Böses um uns her. Und das ist Weisheit. Wenn man von Gott diese Weisheit erbetet und diese Gottesfurcht hat, dann flieht man das Böse und die Sünde. Ja, jetzt der dritte Punkt, geben. Und das kommen wir wieder zu Salomo. Und dann steht in 2. Chronik 1, 6, wo Salomo wirklich sah dieses große Volk und sah, dass er ihm Weisheit mangelt. Und dann opferte er dem Herrn 1000 Brandopfer auf dem Bronzenaltar, der vor der Stiftshütte stand. Und in dieser Nacht erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was soll ich dir geben? Seht mal, wie ich denke, jedes Kind wünscht manchmal so drei Wünsche irgendwie. Aber man braucht nicht drei Wünsche irgendwie. Einen Wunsch und dieser Wunsch wäre schon ausreichend. Und seht mal, wer gibt, darf bitten. Ich habe extra das unterstrichen oder fett gedruckt, uns gezeigt. 1000 Brandopfer. Er hätte vielleicht auch noch mehr gegeben. Aber seht mal, die Weisheit ist unbezahlbar. Aber es erfordert auch unsere Hingabe. Wer da gibt, darf bitten. Und 2. Chronik 1, Vers 10, da hat er gebeten, ganz direkt, so gib mir nun Weisheit und Erkenntnis. Und in Könige, da ist ja dieses Wort auch parallel, da hat er dann auch um ein gehorsames Herz gebeten. So gib nun Weisheit und Erkenntnis. Und dann hat er auch gesagt, gib mir auch Verstand, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Und dann sieht man, er hat gesagt, er muss das Volk richten. Und er muss wissen, wer hat jetzt recht. Und manchmal sieht das eine fast besser aus als das andere, aber ist im Grunde doch falsch. Das gibt's. Und deshalb muss man wirklich göttliche Weisheit haben. Und Gott freut sich an solcher Bitte. Als Salomo so eine Bitte vor Gott gebracht hat, da hat sich doch Gott gefreut. Er hat gesagt, weil du nun solches bittest, gebe ich dir ein weises Herz. Ich gebe dir Weisheit. Aber ich gebe dir noch Reichtum dazu. Und Ehre und alles. Ja, Gott gibt mehr.
kann mehr geben, als wir bitten. Und darin lasst uns heute auch sehen, was es heißt, auch es sich etwas kosten lassen. Und Gott erwartet auch unsere Hingabe. In Römer 12, 1 und 2, das ist ja ein Wort, das vielleicht fast jeder Mensch, wir haben das so oft gelesen und ich lese das aber immer wieder. Und ich sehe das eins von den zentralen Worten, wo Paulus sagt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dann kann man erkennen, was Gott will, weil man hat sich Gott zur Verfügung gestellt und ist ganz im Gehorsam. Dann kann er auch einem gebrauchen. Und diese Hingabe, Geschwister, das ist etwas Zentrales. Und wenn wir sehen, wann wurde Abraham als Gottes Freund geheißen? Als er sein Bestes Gott gab, seinen Sohn, den er lieb hatte. Und er ward ein Freund Gottes. Und ich würde sagen, Freund der Weisheit geworden, weil Gott ist Weisheit. Und es ist so wunderbar, auch wir. Jesus sagte, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und wie können wir wissen, was er gebietet? Wir müssen uns hingeben und dann können wir erfahren seinen Willen. Ja, das ist der verborgene Schatz, die köstliche Perle. Ja, dass man wirklich ihn so sucht und dann auch dieser Kaufmann, der die köstliche Perle suchte. Als er sie fand, er gab alles dafür. Ja, alle Reichtümer dieser Welt sind gar nicht wert. Nun, einige Lichtblicke auf dem Weg zur Weisheit. Seht mal, da steht's, wo Stolz ist, da ist auch Schmach. Aber Weisheit ist bei den Demütigen. Und Gott möge uns auch darin helfen. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller. Ja, Demut führt zur Weisheit und die Weisheit hält wieder in der Demut. Es ist unzertrennlich. Wo Stolz ist, das ist Gräuel vor Gott und eine große Torheit. Man sagt auch, schädliche Fliegen verderben gute Salben. So ist auch wenig Torheit manchmal ein großer Schaden, ja? Auch als viel Weiser. Deshalb möge Gott uns vor Torheit bewahren. In Sprüche 9, Vers 10, da steht es ja auch, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und der Heiligen erkennen. Also Jesus Christus erkennen, das ist Verstand. Und wenn man die Furcht des Herrn so richtig lernt, da ist uns auch gezeigt, in Psalm 34, Vers 14, da steht eigentlich zentral. Er sagt, kommt Kinder, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und sagt er, willst du gute Tage sehen? Dann bewahre deine Zunge. Warum? Weil auch Jakobus sagte, in Vers 5 und 6, da sagt, denn die Zunge, das ist ein kleines Glied, das kann große Dinge anrichten. Wenn es von der Höhle entzündet ist, ja, dann ist das ein gottloser Brand. Wenn es aber von Gott entzündet ist, vom Himmel, dann kann es göttliches Feuer zünden. Und das brauchen wir. Und Jakobus 3, Vers 2, der hat gesagt, wir fehlen alle mannigfaltig, aber wer sich im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten.
Das gehört mit dazu, dass diese Selbstbeherrschung und Geschwister, besonders auch die Zunge, ja? Wie oft kann man ein unvorsichtiges Wort sagen und einen verletzen, für welchen Christus gestorben ist? Ja, die Zunge muss sozusagen gezähmt werden und von oben entzündet sein. Lasst uns mitnehmen, nur jetzt die Folgen und Wirken der Gabe der Weisheit. Einige biblische Beispiele. Seht mal, der Bezalel früher, er wurde erwählt von Gott. Ich habe das auch manchmal uns schon gesagt, schon früher. Aber Gott hat gesagt, selbst zu Mose, sieh, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, den Sohn des Hurs, mit Namen berufen, selbst Gott, und habe ihn mit dem Geist Gottes, mit Weisheit, Verstand, Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit erfüllt. Kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und so weiter. Man kann das weiterlesen. Er hat die Weisheit bekommen, zu arbeiten. Seht mal, auch in der Gemeinde ist das so. Gott gibt Weisheit, dem einen so ein Wort zu sagen, dem anderen vielleicht eine gute Tat zu tun. Und so teilt Gott auf. Salomo, er konnte danach ein weises Urteil fällen. Und er konnte weise regieren. Wir sehen die Folgen. Wenn Weisheit ist da, dann kommt's. Stephanus, er wurde auch erwählt, sozusagen damals haben die den Brüderrat gewählt, ja? Und Stephanus, er konnte gerecht Almosen verteilen. Und nicht nur das, Gott hat sozusagen einen Bonus drauf gegeben, ja? Wenn man so heute so einfach sagt, er hat die Gabe der Wunder mitbekommen. Er konnte weise argumentieren, dass keine sozusagen Weltweisen konnten mithalten. Er bekam sozusagen ein weises Wort zu rechter Zeit. Wir können es nachlesen, Apostelgeschichte 6, steht geschrieben. Nun, Paulus, er konnte evangelisieren, auch Philippus, und Worte der Weisheit reden. Menschen, die in Welt und Sünde waren, in Götzendienst, er konnte sie zu Gott führen. Dazu brauchen Weisheit. Und Geschwister, brauchen wir Weisheit heute? Ist es aktuell? Natürlich. Oh, und er konnte auch für andere bitten. Ja, in Epheser 1, wenn man das liest, wie er bittet um die Epheser, dass auch sie den Geist der Weisheit bekommen. Ja, und wenn man so denkt, Brüder, die wir kannten, Bruder Doberstein, 2 Klassen Schulbildung, aber göttliche Weisheit, dass die Geschwister, die ihn kannten, welche Spur er hinterlassen hat. Auch ich kann mich gut erinnern an Bruder Lampater. Ja, wie er auch so weise antworten konnte. Ich kann mich so erinnern, ich war so ein kleiner Junge. Dann wurde eine Bibel, er war bei uns zu Hause und dann hat mein Papa ihn gefragt, ein Bibelvers, den er nicht kannte. Und er hat so in wenigen Worten das so erklärt. Ich war als kleiner Junge und ich musste staunen. Ich habe es verstanden. So einfach war das. Und wenn wir denken, Geschwister können sich erinnern an Bruder Link und Bruder Sonnberg, andere Brüder, die Gott gebraucht hat, Worte der Weisheit zu reden. Ja, das sind biblische Beispiele und Beispiele auch aus dem Leben. Und Weisheit hilft zu unterscheiden, was rechte Weisheit ist. Und Jakobus 3,15, da hat einmal Jakobus gesagt, was nicht richtige Weisheit ist, das nicht die von oben herabkommt. Er hat einmal gesagt, sie ist irdisch, menschlich, teuflisch,
Es kann auch sein, irdisch, das ist die Wissenschaft, Philosophie, und das geht an Gott vorbei. Menschlich, das ist Erfahrung, Logik, aber es ist vielleicht gut und doch nicht, wenn es ohne Gott. Teuflisch, wenn man denkt an diese Esoterik, die Menschen suchen irgendwie Weisheit, aber auf Abwägen, in okkulten Dingen. Und das ist aber die rechte Weisheit, die bewahrt uns zwar nicht von Fehlern, aber sie hilft uns, aus den Fehlern zu lernen. Weil Jakobus sagte, wir fehlen alle mannigfaltig. Ja, und jetzt zum Schluss, die Weisheit von oben ist, da heißt es, aufs Erste, keusch. Elberfelder sagt rein, Menge sagt lauter und viele andere. Das heißt richtig, so, klar, rein. Danach friedsam, friedvoll, friedfertig, ja. All ihre Wege sind Frieden. Gelinde, das ist sanftmütig, milde, gütig. Andere Übersetzungen haben mehr so übersetzt mit milde oder gütig. Dann heißt es weiter, das sind 7 Eigenschaften der Weisheit. Sie lässt sich sagen, nachgiebig, nicht starrköpfig. Das sind Folgen. Voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Andere Übersetzung sagt, reich an Erbarmen. Weiter, unparteiisch. Und das ist heute doch auch so wichtig. Wie schnell kann ein Parteiwesen auch einfach kommen? Und die göttliche Weisheit, die hilft daraus. Und Gott gebe uns Gnade auch heute, auch ohne Misstrauen und auch ohne Hin und Her, sondern gegründet, ohne Heuchelei, fern von Verstellung oder gerade immer aufrichtig. Dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Ja, und jetzt zusammenfassend möchte ich kurz sagen, dass wir haben heute gesehen, den hohen Wert der Gabe der Weisheit und dass es auch heute hohen Wert hat. Dann, wir haben gesehen, wie man diese Gabe sucht, wie man sie findet, bitten, suchen, geben. Wir haben gesehen, dass die Folgen und Wirkung dieser Gabe, sie bleibt nicht aus. Ich möchte kurz dazu sagen, der Mensch, der die Gabe der Weisheit hat, der weiß es meistens nicht. Wisst ihr? Weil wenn er das weiß, dann ist das schon gefährlich. Gott möge Gnade schenken überhaupt. Und wir sehen, wie notwendig die Weisheit in heutiger Zeit ist. Besonders in der Gemeindearbeit und in der Mission. Lasst uns beten, dass Gott uns Mitarbeiter erweckt, die die Gabe der Weisheit hätten und ein Segen für andere wäre, für die Gemeinde, für uns alle. Gott segne uns, Geschwister. Amen.